Innsbruck, den 13. Jänner 1845. Mein teuerster Johann, vollkommen einverstanden mit dir bin ich und die Mama, unsere Verbindung im Monate Juni von sich gehen zu lassen, und mir scheint, wir werden den 26., das heißt, deinen Geburtstag zur Hochzeitfeier erwählen. Denn kann es für mich einen schöneren Tag zu dieser feierlichen Handlung geben, als gerade derjenige ist, in welchen das Liebste, was ich auf dieser Welt besitze, zur Welt gebracht wurde? Nein, sicher keinen. Du hast wohl recht, wenn du sagst, dass die Zeit bis zu dem erwünschten Monate Juni noch lang ist. Ja, sehr lang wird sie uns gewiss beiden vorkommen. Aber dann werden wir Ersatz für unser peinliches Warten finden. Wir werden für unser ganzes Leben glücklich, überglücklich werden. Vor einigen Tagen war die Frau von Schuler bei uns und hat uns im Namen der ganzen namenlosen Gesellschaft auf einen Ball, der gerade heute ist, eingeladen. Wie sich von selbst versteht, haben wir es abgeschlagen. Sie stellen heuer einen großartigen Maskenzug vor, der heißt »Der Friedrich mit der leeren Tasche«. Und da denke ich mir, da Sie zu wenig Personen dazu haben, meinten Sie vielleicht, wenn wir auf den Ball gehen, werden Sie es auch dahin bringen, dass wir die Maske mitmachen. Aber da irrten Sie sich sehr. Recht viele Grüße von der Mama, und ich soll dir sagen, sie hatte heute vor, dir zu schreiben. Aber es mangle ihr wirklich die Zeit dazu. Noch einen herzlichen Kuss und Liebe immer so heiß, wie dich liebt, deine dich innig liebende, ewig treue Lina.